Dass es auf der Leipziger Messe viel zu sehen gibt, ist nicht neu. Aber was es an Neuem zu sehen gibt, ist viel. Diese Autos sind so neu, dass sie eigentlich noch gar nicht hier sein sollten. Das muss man sich näher ansehen, meinen diese Männer. Und diese Mädchen finden, dass eine Urlaubsreise in solch einem Bus sehr schön wäre. Natürlich mit Begleitern, die ein Herz haben. Denn das Herz ist die Hauptsache, sagen auch diese beiden. Wirklich, das Fahrzeug hat Niveau. Es kommen auch schon die Käufer aus aller Welt. Ein Jahr früher ist die Entwicklung des neuen Frontlenkers abgeschlossen. Eine großartige Leistung. Nun muss auch schnell die Serienproduktion beginnen. Das ist gar nicht so einfach bei den vielen Teilen, die ein Auto braucht. Kurbelwellen, Pleuellager, Bremstrommeln. Tja, und gerade bei den Bremstrommeln fing die Beschleunigung an. Die Männer der Bremstrommelbrigade überlegten hin und her. Kann man zum Beispiel bei diesem Arbeitsgang Zeit einsparen? Da müsste noch was drin sein. Oder hier, ein Arbeitsgang. Noch ein Arbeitsgang, fünf allein bei diesem Werkstück. Kann man sie zusammenlegen? Um zur Erreichung dieses Zieles beizutragen, hat die Brigade die Arbeit und den Arbeitsablauf in der Bremstrommelfertigung überprüft. Man sprach gründlich darüber und beschloss, viele Maßnahmen eingeleitet. Erstens, Zusammenlegen von mehreren Arbeitsfolgen. Und dann wurde es auf eine neue Art gemacht. Zwei Arbeitsgänge werden nun von einem Dreher ausgeführt. Und zwei Stähle bearbeiten jetzt gleichzeitig die Anlageflächen. Auch das zählt zu den inneren Reserven. Man vergrößert den Vorschub und erhöht die Schnittgeschwindigkeit. Das Ergebnis, 60 Bremstrommeln mehr pro Tag, bei gleicher Qualität. Der Losung, meine Hand für mein Produkt, den Ausschuss von 2,8 auf 2% zu senken. Das schlug ein. Na, was die Bremstrommelbrigade kann, können andere schließlich auch. Und das ergibt für diesen Vorschlag 485 Mark. Im Büro für Erfindungswesen sammeln sich die Verbesserungsvorschläge. Eine Million D-Mark wollen die Rohrbohrwerke in diesem Jahr einsparen und dabei mehr produzieren. Den Dreh müsste man finden, meinte er. Und dann hatte er den Dreh raus, vier Maschinen gleichzeitig zu bedienen. Viele Kollegen nahmen ihre Arbeit unter die Lupe, hatten Ideen. Brigaden gingen Verpflichtungen ein. Die Kollektive der Arbeiterforscher rechneten und probierten. Das waren die Voraussetzungen, den neu konstruierten 2,5-Tonner vorfristig in Serie gehen zu lassen. Keine leichte Sache, denn nebenbei lief noch die Produktion des alten Typs und seiner Ersatzteile. An dem neuen Fahrzeug ist fast alles neu. Besonders das Herz, der 70 PS Motor, der hier montiert wird.
Dann kommt der Dr. Mott und hört das Herz ab. Hier kann man ablesen, wie stark das Herz ist. Neu ist der geschweißte Chassisrahmen, der wie viele andere Teile standardisiert wurde und für Lastkraftwagen wie für Omnibusse verwendet werden kann. Aber nicht nur den Rohbohrwerkern ist es zu danken, dass die Serienproduktion vorfristig beginnen kann. Diese halbautomatisch gesteuerte Punktschweißanlage hat erheblichen Anteil daran. Sie wurde in kurzer Zeit von den Kollegen der befreundeten Tatra-Werke entwickelt und hier montiert. Ich schalte ein. Und nun erkennt man schon, dass das Ganze wohl ein Auto wird. Noch einmal begegnen wir jenen Bremstrommeln, die den Anstoß zur Beschleunigung gaben, zur Beschleunigung des Anlaufs der Serienproduktion. Es ist geschafft. Die Serie läuft an. Und damit wäre das Fahrzeug nun komplett und kann... Tja, das kann es also. Monatelang war dieser Wagen solchen Zerreißproben ausgesetzt. Er hat sich glänzend bewährt. Und jetzt kommt in verschiedenem Gewand viermal das gleiche Fahrzeug, viermal der gleiche Typ mit gleichem Chassis und gleichem Motor. Den Rohbohrwerkern auch in Zukunft gute Fahrt!